Erstens ist aktuell die Lage im Bankensektor stabil, operatives Geschäft und Kreditvergabe laufen. Zweitens, wir müssen besonders die Kreditrisiken ernst nehmen, aber auch diese scheinen Stand heute zumindest im Aggregat tragbar. Oder um in einem Bild zu sprechen, die Deiche sind hoch und dicht, aber niemand weiß, wie heftig die Flut branden wird. Und drittens, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bankensektor wird sich verändern. Die Realität, aus der wir in die Krise gegangen sind, wird nicht dieselbe sein, wie die Realität, in der wir nach der Krise zurückkommen. Und das wird insbesondere für den Bankensektor eine große Herausforderung.